Zack. Oh, der lebt immer noch. Ja, nein. Und? What the fuck? Er hat sich selbst getötet mit dieser Ausweichattacke. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Yo Leute, was geht ab? Wir zocken heute wieder eine Runde Tekken 7. Ich nehme natürlich wie immer Martial Law. Wir gehen hier gleich online. Das soll jetzt ja wieder funktionieren nach dem Update hier für Tekken 7. Sodass man nicht mehr im Turniermodus suchen muss, um online spielen zu können. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Kampf wieder. Get ready for the next battle. So, und wir haben auch schon den ersten Gegner gefunden. Das hat schon mal direkt funktioniert, hat sich auch direkt synchronisiert. Und wir spielen auch gegen jemanden, der Law nimmt. Der hat allerdings noch keinen Sieg, wie man oben rechts sehen kann. Aber das heißt hier eigentlich bei Tekken nichts. Ich finde es allerdings blöd, dass da die Niederlagen nicht mehr beistehen. Früher standen die da noch immer mit bei. Aber okay. Schauen wir mal, was er drauf hat. Die riskieren eine First Attack. Jawohl, wir treffen ihn auch. Ah, der ist aber auch ganz schön angriffslustig. Aber ich glaube, dass es könnte sein Todesurteil sein, dass er hier so aggressiv drauf geht gegen mich. Oh, den hat er aber gut abgewehrt. Nein! Und ich kriege hier den Rage-Modus ab. Und das könnte vielleicht sogar lang. Oh ne, zum Glück nicht. Jawohl, trotzdem noch besiegt, sehr gut. Round two. So, greift er wieder an? Ich glaube ja. So, schön packen und weg damit. So, meine 10er-Kombo musste ich jetzt hier noch nicht rauskramen gegen den. Die bewahre ich mir auch noch auf. Jawohl, 2 zu 0. Ganz easy hier, das sollten wir auch echt locker gewinnen können. So, jetzt haue ich meine 10er-Kombo raus. Oh, und da unterbricht er mich. Trotzfrech. Jetzt hat er wieder den Rage-Modus, den wehre ich aber diesmal ab. Ja, und dann beende ich es und gewinne das hier ganz locker 3 zu 0. Sehr gut, guter Start hier. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Kampf wieder. Aber natürlich gegen den anderen Gegner, denn sonst wird es ja etwas langweilig. Get ready for the next battle. So, wir haben auch schon relativ schnell wieder einen neuen Gegner gefunden. Mal gucken, wie seine Siegesstatistik ist. 2 Siege und auch so ein komisches Emblem. Also, der scheint das Spiel auf jeden Fall verstanden zu haben. Und auch der spielt mit Law. Was ist hier denn los? Ist das hier der MVP hier, Herr Martial Law? Ich habe Law eigentlich schon immer gerne genommen, aber musste eigentlich so in den früheren Tekken-Teilen nie oft gegen den spielen. Naja, kann jetzt auch Zufall gewesen sein. Oh, der hat den auch schon ein schickes Outfit verpasst. Schauen wir mal, wie er damit umgehen kann. Bisher gar nicht. Oh, jetzt wehrt er sich aber. Ja, enge Kiste hier gerade. Rage-Modus kann er einsetzen, aber schafft er nicht mehr rechtzeitig. Sehr gut. 1-0. Jetzt schlägt er eh zu, weil er sauer ist. Ja, das war klar. Aber ich bin schneller, mein Freund. So, Rage-Modus wehre ich ab. Das war jetzt auch relativ klar, dass er den einsetzt. Zack. Ach so, der lebt noch. Jetzt aber. Round 3. Gut. Ja, er greift wieder an. Er ist ein bisschen zu offensiv. Warum wehrt er jetzt nicht ab? Hat er keinen Bock mehr? Zack, KO. Easy hier, 3-0 geworden. Auch richtig fix. Also, der war jetzt nicht so gut. Und deswegen suche ich auch schnell wieder einen anderen Kämpfer. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Get ready for the next battle. So, der nächste Kampf steht an und die Frage ist natürlich, wie viele Siege hat er? Und wir schauen. 3 Siege. Okay. Und er spielt mit Yoshimitsu. Das könnte vielleicht sogar eine ernsthafte hier, ja, eine ernsthafte Bedrohung sein. Schauen wir einfach mal. Bisher lief es ja ganz gut. Ganz souverän die ersten beiden Runden gewonnen. Come and get some. Mal gucken, was er mit Yoshimitsu so drauf hat.
fight. Oh ja, First Attack gehört ihn. Der sieht auf jeden Fall auch crazy aus, der Yoshimitsu. Jawohl, 1-0 für mich. Mal schnell beendet hier. Gar nicht dazu kommen lassen, den Rage-Modus einzusetzen. Jawohl, 2-0. Das sieht doch gut aus. Hui, gegen den bin ich irgendwie konzentriert. Keine Ahnung warum. So, schön packen direkt und weg damit. Das sah auch schon mal gut aus. Jetzt kommt hier die 10er-Kombo. Die habe ich mir jetzt letzter zum Schluss aufgehoben. Aber irgendwie habe ich sie verkackt. Oh, der mit seinen... Alter, okay, jetzt blüht er nochmal auf hier. Zack. Oh, der lebt immer noch. Ja, nein. Und, what the fuck, er hat sich selbst getötet mit dieser Ausweichattacke. Die macht nämlich so minimal Schaden. Und das langte, um ihn auszulöschen, Leute. Okay, somit habe ich gewonnen, aber ich glaube, ich hätte auch so gewonnen. Und dann sehen wir uns gleich noch in einer allerletzten Runde wieder. Get ready for the next battle. So, Leute, letzte Runde hier. Oh mein Gott, wer ist das denn? Er sieht auch aus wie Law, ne? Aber er hat so ein komisches Anzeigebild. So, 3 Siege hat er. Und hat sogar schon so einen Rang mehr. Ich bin nämlich noch Beginner, wie ihr oben links seht. Und es ist, glaube ich, auch Law. Ja, okay. Das wird, glaube ich, nicht so einfach jetzt. Egal. Man muss auch mal mit anderen Kalibern umgehen können, auch wenn er mich jetzt hier schon übelst hoch nimmt. Was soll das? Ja, jetzt bin ich auch wieder drinne hier. Jawohl, 1-0 für mich. Huiuiui, knappes Ding. Am Anfang hat er mich ganz schön gehabt. Ja, jetzt bin ich hier doch viel besser drinne. Der kriegt das hier nicht abgewehrt, der Idiot, ne? Jo, dann beende ich es halt. 2-0. Perfekt. Round 3. Ich versuche ihn jetzt mal zu greifen. Ja, das hätte ich mir mal sparen sollen. So, ich habe aber noch meine 10er-Kombo. Die habe ich hier noch nicht offenbart. Jetzt haue ich die mal raus. Mann, wieso gelingt mir die denn nicht mehr? Jawohl, schön noch hier mit dem Griff beendet. Sehr guter Abschluss hier in dem Part. Alle Runden gewonnen. Eigentlich auch relativ souverän, möchte ich sagen. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder, Leute. Haut rein, bleibt gesund. Ciao.